Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 der FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Der Auftakt ist gemacht. Gestern waren in Sydney über 80.000 Zuschauer im Stadium Australia. Die Stimmung war also großartig. So kann es weitergehen. Apropos weitergehen. Mit Spanien und Kanada starten heute die Plätze 6 und 7 der FIFA-Weltrangliste in das Turnier. So langsam wird es also heiß. Auch für unsere DFB-Mädels im Camp Wayong wird es heiß. Und die Stimmung der Spielerin ist super. Ich konnte heute mit einigen sprechen. Genauso hatte sich das Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch gewünscht. Ich erlebe die Mannschaft als absolutes Team. Also ich mache mir da überhaupt keine Gedanken und wir mussten auch nichts konstruieren und müssen auch keine Events mehr kreieren. Das, was wir machen, machen wir von innen heraus. Das, was wir machen, machen wir, weil wir was miteinander machen wollen. Neben der guten Stimmung und dem, was von innen kommt, gilt es nur noch gut, in das Turnier zu starten. In den Flow zu kommen, so wie Martina sagt. Dabei denkt sie gerne an das EM-Spiel gegen Dänemark zurück. Mega spannend für uns, zu gucken, dass wir auch wieder in diesen Flow kommen, den wir natürlich bei dieser EM, gerade mit dem Spiel gegen Dänemark, irgendwie, das hat sich ja verselbstständigt. Wir sind auf diesen Platz gegangen, wir wussten nicht, wo wir stehen. Dann haben wir Dänemark wirklich eindrücklich besiegt und das brauchst du in einem Turnier. Und das wollen wir natürlich wieder leisten. Die gute Stimmung und der Flow ist das eine. Das andere ist die sportliche Sicht. Darüber spreche ich ab morgen mit meiner Expertin Tanja Rastetter. Die Erwartungen jedenfalls an das DFB-Team werden nicht kleiner. Darüber habe ich mit Ex-BVB- und Bayern-Profi Michael Rummenigge gesprochen. Naja, Pia, das heißt im Fazit gesehen, dass wir tolle, spannende Spiele sehen wollen, dass wir Klassiker sehen wollen, ähnlich der Europameisterschaft mit 18 Millionen Zuschauern, die wir als bestes TV-Ereignis des Jahres hatten. Die Leute interessiert der Frauenfußball und ich gehe davon aus, dass die deutsche Mannschaft uns wieder klasse Fußball zeigen wird. Auch. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass Michael nicht nur über seine Erwartungen an diese WM spricht, sondern auch über die Entwicklung im Frauenfußball, die immer dynamischer wird und immer mehr Zuschauer in den Bann zieht. Schaut selber rein. Es wäre doch klasse, wenn wir uns alle in breiter Masse alle 2 Jahre auf einer Fußball-Weltmeisterschaft freuen könnten. Denn das ist doch das, was zählt. Ob Frauen oder Männer, der Fußball geht uns doch alle an. Lotto, René, sag mal, wie weit kann ein Känguru maximal springen? In Meter oder Inches? Australische Inches. Keine Ahnung. Bestimmt weit. 3,80 Meter. 13,50 Meter. Boah, das ist gemogelt. Das sind genau 13,50 Meter. Ja, siehst du. 13 Meter. Ja. Und darauf fragst du dich, warum du nicht so viele Länderspiele hast. Entschuldige mal. Aus vollem Lauf? Jawohl. Ich habe jetzt gedacht, Counter-Movement-Schamba aus dem Stand. So, ne? Oh, Counter-Movement-Schamba. Alles klar. Tschüss und nicht vergessen, morgen wieder dabei sein.